Hey Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life. Und tatsächlich sind wir heute in einem sogenannten Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe über ein anderes YouTube-Video gesehen, dass der wahrscheinlich offen steht. Und wir haben auf jeden Fall Glück. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir sind hier mitten in einem Wohngebiet. Und ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wenn die Tür offen steht, man kriegt sie leider nicht ganz so, könnten wir hier gleich ungebetenen Besuch bekommen. Nicht weiter schlimm, weil am Ende des Tages steht das Objekt auf und die Verkehrssicherheit obliegt der Stadt. Aber ihr wisst ja trotzdem, man muss halt auch nichts riskieren. In dem Sinne würde ich vorschlagen, wir gehen da jetzt rein und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Hi Leute, heute mal von zu Hause und zwar möchte ich euch einmal Danke sagen. Natürlich danke für die sehr vielen Aufrufzahlen bei mir auf den Videos, auch für die ganzen Abos. Wir sind jetzt fast 80.000 Menschen, die dem Kanal folgen. Interessant und erwähnenswert auf jeden Fall. Ich habe den Kanal ungefähr im November gegründet mit einem Video, wo ich mit dem Daniel in Norwegen war. Und ich hatte vorher auch schon ein, zwei Mal Videos hochgeladen und habe damals aber nicht verstanden, wie YouTube funktionierte. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie TikTok. Und dass man dann sofort riesige Aufrufzahlen bekommt. Aber YouTube funktioniert anders. Das ist eher ein langfristiges Thema, wo man sich langsam, aber sicher eine Community aufbaut. Und die Community sehe ich jetzt, die ist mittlerweile riesengroß geworden. Die Kommentarzeilen unter den neuen Videos werden immer mehr, also im Schnitt so 60 bis 100 Stück pro Video. Das ist wirklich klasse. Dafür bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch, auch die Damen werden immer mehr. Ich habe angefangen mit, ich glaube, 2% Frauenanteil und bin jetzt, glaube ich, bei 8-9%. Dafür an jede einzelne Dame vielen, vielen Dank und gerne auch immer kommentieren. Das tut ihr auch schon. Und ganz, ganz großen Dank geht aber an die Kanalmitglieder. Insbesondere, weil aktuell es gibt keinen Vorteil für euch. Ne? Andere Kanäle, habe ich gesehen, bieten verschiedenste Mitgliedschaften an, wo man eine Tasse bekommt oder irgendwas. Das bedeutet, wenn man dann irgendwie für 2,99 Euro, dann ist halt noch nichts dabei, aber wenn man dann irgendwie für 24 Euro oder noch mehr, dann gibt es dann irgendwelche Benefits. Diese Benefits habe ich noch nicht eingerichtet. Umso toller ist es, dass es Menschen gibt, die meinen Kanal, sprich mich, unterstützen mit bis zu 25 Euro im Monat. Das ist abnormal. Das ist aus meiner Sicht die höchste Stufe an Zustimmung, die man im Internet bekommen kann, dass jemand sein eigenes Geld nutzt, um den Kanal von jemandem, den er gut findet, zu supporten. Und heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einmal die Kanalmitglieder nenne. Und zwar habe ich den Stefan Schönemann, der hat den Mega-Content abgeschlossen, den Andreas Hatzack, der hat den Top-Content abgeschlossen, der Helmut Zipp hat auch den Top-Content abgeschlossen, der Favorite Urbex hat den Top-Content abgeschlossen und der Peter Pust hat auch den Mega-Content abgeschlossen. Und ganz, ganz oben sind für mich auch neue mit dabei. Das ist der Leon Brave, der hat den Top-Content abgeschlossen, der Murdoch 3338 hat den Mega-Content abgeschlossen und ganz, ganz, ganz großen Dank, Dennis, geht an dich. Dennis Schmidt hat den Ultra-Content abgeschlossen und der Ultra-Content kostet, wie gesagt, 24,99 € und er hat keinerlei Vorteile gegenüber den anderen Mitgliedschaften und von daher mega krass. Weißt du, wie sehr ich mich in dem Live gefreut habe? Und da zeige ich euch einfach nochmal, das sind die Menschen, die mich gerade supporten, die es möglich machen, dass ich für euch morgen nach Polen fahre, weil ihr könnt euch ja vorstellen, das Sprit ist teuer, die Flüge sind teuer, die Hotels sind teuer, das kostet alles Geld. Natürlich, ich bin ehrlich zu euch, habe ich auch Einnahmen über YouTube, aber das deckt natürlich aktuell hoffentlich noch nicht die Kosten, die ich habe. Und deswegen sind diese Einnahmen durch die Mitgliedschaften so wertvoll. Und nochmal herzlichen Dank, weil diese Einnahmen, die kommen nicht aus irgendwelchen Werbeverträgen, die ich über YouTube bekomme, sondern die kommen direkt von euch. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie wertvoll diese Unterstützung ist. Ich habe eine Sache, die möchte ich euch außerdem noch zeigen. Ich habe mir jetzt eine Tastenmaschine gekauft und eine T-Shirt-Druckmaschine. Das Problem ist allerdings, ich habe ja noch einen Hauptjob.
Ich arbeite gerade daran, dass das irgendwie vielleicht demnächst nicht mehr so ist, je nachdem, wie sich der Kanal hier entwickelt. Und mein Riesenproblem ist die Zeit, weil mein Hauptjob kostet eine Menge Zeit. Hier YouTube hat auch schon einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und zeige euch das mal ganz kurz. So sieht das übrigens hier bei mir im Arbeitszimmer aus. Ich habe mir hier schon diese T-Shirt-Druckmaschine gekauft und hier die Tastendruckmaschine. Und auch die Tasten sind schon da. Und da hoffe ich einfach mal, dass ich die nächsten Tage entweder jemanden finde, der das für mich übernimmt, weil ich werde es definitiv nicht schaffen. Oder ich finde doch irgendwann mal die Zeit und die Muße, dass ich mich daran setze und ein paar Tasten für euch erstelle. Derjenige, der quasi den Mega-Content hier abgeschlossen hat, der bekommt, der Ultra-Content, der Dennis, der bekommt definitiv eine Tasse von mir gratis aufs Haus. Die werde ich auch handsignieren. Und ja, vielleicht einfach mal eine Frage in die Runde, ob ihr Interesse habt an einer Tasse oder einem T-Shirt von mir, handsigniert natürlich. Und wenn da Interesse steht, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und jetzt aber zurück zum Video. Wird auf jeden Fall wieder spannend. Spannende Bauwerke. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life. Bleibt aber dran. So, und ich habe euch heute den Diego mitgebracht. Ich glaube, Diego hat nicht ganz so viel Lust, aber da muss er heute einmal durch. Dafür darf er oder muss er nicht zu Hause bleiben. Und wir befinden uns jetzt hier mitten in der Garschleuse. Da vorne links ist die Tür nach draußen. Und hier sehen wir es auch schon, die alte Inschrift, Garschleuse. Und man sieht es. Der Bunker ist riesig. Es gibt nämlich hier zwei Türen. Normalerweise war eine Tür. Und hier finden wir auch schon das Wort Ausgang. Und höchstwahrscheinlich ist das hier fluoreszierend. Nach über 80 Jahren ist das noch fluoreszierend. Und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt hier mal um. Da geht's nicht weiter. Und schaut euch mal den Zustand an. Unvorstellbar. Hier sind noch die alten Sicherungselemente. Hier sehen wir die Wasseranschlüsse. Und das ist schon besonders, dass hier noch die alten Öfen sind. Diego, ist das interessant? Theo, Ma und Söhne in Aachen. Da wurde er hergestellt. Hier geht es sogar noch weiter. Hier ist ein zweiter Ofen. Wow. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Das Bauwerk ist riesig. Wow, hier finden wir sogar noch. Was sind das überhaupt? Wahrscheinlich, um irgendwelche Lüftungsklappen aufzumachen. Oder den Choke, sagt man beim Auto. Ich weiß nicht, wie es beim Kamin heißt. Türe geschlossen halten. Wow, hier sind die riesigen Luftumwälzer komplett noch vorhanden. Außer die Motoren. Die Motoren sind weg, die waren hier. Und da sind die Heizer für die Heizung. Toller Zustand. Und bisher kaum Graffiti, außer dieser gelbe Marker. So, hier sind noch tote Tauben. Hier finden wir auch nichts. Und der Raum ist auch leer. Schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Wow. Auf der. Oh, das leuchtet nicht mehr so stark. Aber ein bisschen. Schaut euch das mal an. Wow, ein Riesentreppenhaus. Auch so, dass mindestens mal zwei Leute nebeneinander gehen konnten. Und, boah, da gehen wir gleich noch hin. Das heben wir uns aber zum Schluss aus. Ich war nämlich schon mal hier und ich weiß ziemlich genau, was uns da gleich erwartet. Aber das möchte ich euch bis zum Schluss aufheben. Wow! Ich wollte eigentlich nie so ein YouTuber sein, der sagt, wow. Aber schaut euch mal an. Die Fliesen sind noch da. Die Toiletten sind noch da.
Alles ist noch vorhanden. Als ob der Bunker gestern aufgehoben wurde. Und hier haben wir wieder diese Belüftungen für die Räume. Und wir gehen jetzt, Kellergeschoss 101 bis 112. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da steht Kellergeschoss 101 bis 112. Und wir gehen hoch. Da sind Scherben. Da müssen wir, hast du gut gemacht, Diego. So, hier ist Müll. Richtig viel Müll. Hier ist eine Tür nach draußen. Okay, das ist sehr viel Müll. So, nee, machen wir nicht. Wir gehen erstmal von Etage zu Etage. Auch hier Tür noch absolut im Schuss. Die Räume, wo eine Schutt drin ist, die spare ich euch. Wunderschön hier mit der Bordüre und der unterschiedlichen Farbe. Auch hier noch die Automaten zu sehen. Wow, wunderschön. Schaut euch das mal an. Treue, Ehre, Edel, Hilfsbereitschaft und Selbstzucht. Und treu, heil. Hier haben wir weitere Toiletten. Und auch mega Zustand. Das ist ja selten, dass die Toiletten noch heile sind. Aber hier sind sie komplett noch vorhanden, bis auf die Spülkästen, die sind weg. Du machst das super, Diego. Auch hier wieder. Spülkästen noch vorhanden. Das ist natürlich schon ein Traum. Das ist natürlich ein Traum. Und hier war jemand pinkeln. Wow. Hier liegt noch ganz viel Müll und Schuhe und Pfand. Da könnte jemand reich werden, wenn man den Pfand wegbringt. Da oben ist eine alte Neonröhre. So, gehen wir mal weiter. Hier links und rechts ist nur Schutt drin. Aber hier, schaut euch das mal an. Wow. Das ist natürlich ein Traum, oder? Das sieht schon richtig gut aus. Richtig gut. Das ist sicherlich eines der Highlights hier. Und hier haben wir noch ein zweites Highlight. Das ist ja wunderschön, Leute. Das müsste eigentlich erhalten werden, oder? Da scheint hier die Küche gewesen zu sein mit der Essensausgabe. Und dann hat man hier die wunderschönen Bilder. Dokumente. Wofür sind denn diese Stangen hier? Ja, das mit dem Müll ist natürlich schade. So, hier sind Scherben. Ich achte darauf, dass der Liebe keine abbekommt. So, also keine Kleinscherben, sondern sind so große Platten. Deswegen, das geht in Ordnung. Da achten wir natürlich drauf. So, Rauchen verboten. Auch hier wieder. Eine Wandmalerei. Scheint eher so eine Kunstklamotte zu sein. Boah, ist das warm hier drin. Wow, hier ist noch eine. Oh, krass, Leute. Das ist mal ein Highlight. Achtung, privat, kein Durchgang. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wenn wir gehen. Schaut euch mal an. Ups. Hier könnte man eine fette Party feiern, oder? Schaut euch das mal an. Das ist ja ein Riesending. So, leer. Räume sind leer. Das ist ja rechts leer. Ich zeige euch mal so einen Raum. Wegen der Bemalung alleine schon. Hat man sich hier richtig Mühe gegeben.
Und hier ist die Decke runtergekommen. Oh. So, wir sind jetzt hier bei Raum 303. Und wir gehen noch weiter nach oben. Das sind wieder die Toiletten. Die spare ich euch jetzt mal. Die haben wir ja schon gesehen. Hier sind wir gerade lang gegangen. Nee, das ist der. Boah, ich habe mich schon fast verlaufen. Überall die Fliesen noch. Hier eine grüne Wandfarbe. Und hier ist der große Raum von der anderen Seite. Man kann sich hier schon ein wenig verlaufen. Also, dass der Raum Bunker so groß ist, das ist schon heftig. Ja, ja, Hund hechelt schon, ist warm. Lichtschalter, Strom. Boah, das ist schon krass. Guckt euch mal den Zustand an. Das ist ein Zustand, Leute. Und hier haben wir wieder so einen großen Raum, den gucken wir uns gleich natürlich an. Also draußen hat es aktuell 21 Grad, hier drinnen locker 27. Rauchen verboten. Schaut mal hier runter. Wow. Das ist schon super. Wirklich toll. Okay. Da kommen wir her. Weitere Toiletten, 403. Und wir sind jetzt ganz oben. Bedeutet, jetzt zeige ich euch das aus meiner Sicht Highlight des Bunkers. So, einmal drehen. Eine Motte. Jetzt kommt das Highlight des Bunkers, Leute. Hier ist sogar noch ein Pfeil. Habe ich noch damals noch nicht gesehen. So, da muss ich den Hund einmal tragen. Komm her. So. Und hier sind tatsächlich Scherben, die dem Hund gefährlich werden können. Aber der Kollege macht das hier super gut mit. So, und der weiß auch schon, wo wir hin müssen. Komm hier rein. Schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an. Mega, oder? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Guckt euch mal diese Qualität an. Mal bitte diese Qualität an. Oh, die Ent, die Eule beobachtet. Hier zwei andere Kinder unter einer Blume. Unvorstellbar, Leute. Guckt euch das mal an. Also das fasziniert mich wirklich. Ich zeige euch nochmal die Volltotale auf das Bild. Noch ein bisschen heller. Marauder, bist du schon zu heiß oder was? So. Mega. Auch hier. Gut, ne? Aber wir sind noch nicht beim Ende. Da, Mensch, ärgere dich nicht. Stellt euch vor, oben fallen die Bomben und dann steht ihr drüber, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist natürlich schon krass, oder? Hier so eine Ente. Ja, und Essen war natürlich Rabe Seel zum Schluss. Ach, 145%, die haben sich gegönnt. Und dann hat man natürlich schöne Bilder gehabt mit schönen Erinnerungen. Also sicherlich einer der schönsten Räume. Mega. So, Diego, du hast es gleich geschafft. Hier, ach guck mal, der will wieder hoch. So, hier gucken wir mal kurz rein. Lohnt nicht. Aborte, also Toilette. Boah, das geht ja. Hier ist doch die alte Tapete dran.
keine. Auch hier wieder wunderschön. Und da hinten haben wir noch so Herzen, eine Wagen mit Herzen. Komm, Diego. Du hast es gleich geschafft. Privat. Nochmal privat. Der Herr Breuer war hier. Aber nichts zu finden. Da war der Herr Breuer drin, wer auch immer der Herr Breuer war. Auch nicht. Auch nichts. Und hier nochmal ein Raum. Und dann haben wir das gleich geschafft. Noch hier einmal die Toiletten. Die Toiletten waren in der Regel getrennt nach Männlein und Weiblein. Das sind Pissoirs oder Pissrinnen. Bedeutet, das war also für Männer. Und das müsste dann für die Frauen gewesen sein. Das bedeutet, die Pissrinne müsste eigentlich fehlen. Genau. Absolut. Passt also alles zusammen. Also ein Zustand, Leute, gibt es selten. Wisst ihr selber, ihr habt jetzt ein paar Videos von mir gesehen. Und einige davon sind in einem wirklich guten Zustand. Und viele davon nicht. Und dieser ist in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Und jetzt schlage ich vor, dass wir schnell hier rausgehen, damit wir keine weitere Aufmerksamkeit erregen, und hoffe, dass wir gleich noch mal draußen die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Bis gleich. Nee, da ist nichts für dich drin. Komm, der will den Ball haben. Komm, komm jetzt. Ach so. Dankeschön. Ups. Also, hier ist sogar noch die Stromunterverteilung. Würde mich nicht wundern, wenn da Strom drauf ist. Wow, was ist das denn noch? Ach, Leute, was ist das denn hier bitte? Hier kam wahrscheinlich der Strom an. Ja, das wird der Hausanschluss, der Bunkeranschlussraum gewesen sein. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für hier. Diego, komm, wir gehen raus. Oh, da würde man auch noch reinkommen. Krass. Diego, komm, da gehen wir jetzt nicht raus. Das ist nicht schön. Komm, komm mit. Komm, feiner Kerl. Da gehen wir jetzt raus. So, und Ausgang. Wir sind gleich da. Ich zeige euch mal nicht, was ich hier sehe, damit ihr nicht direkt erkennt, wo ich bin. Und wir schauen uns jetzt einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Und seid mal überrascht, was euch gleich so erwartet. Hi Leute, also wir sind jetzt drin. Wir sind jetzt in dem Bunker drin. Und das, was ihr hier erwarten dürft, hat mir wirklich den Atem verschlagen. Wir gehen noch mal komplett zum Anfang. Und dann werde ich euch mal ein bisschen durch den Bunker führen. Der ist so groß, dass ich mich jetzt schon verlaufe. Unvorstellbar. Unvorstellbar groß. Tür zu. Tür zu. So, also hier sind wir rein. Auch alles voller Spinnen. Komplett. Es sind zwar keine Leuchtfarbe, wahrscheinlich hatten sie damals schon kein Geld bzw. kein Material mehr. Und wir gehen jetzt mal in das Bauwerk hinein. Auch hier wieder die klassische Bunkertür. Allerdings auch nicht aus wirklich massivem Material. Hier war mal ein Schloss drin, das wurde aufgehebelt. Die Tür ist schon ordentlich verrostet, obwohl der gesamte Bunker sehr trocken ist. So, hier ist nochmal eine Bunkertür mit einer Sprechöffnung. So, dann schaut euch mal diesen Bunker an. Hier vorne haben wir noch einen Gang und von da aus geht dann quasi nochmal der gleiche Gang ab. Aber ich führe euch, wie gesagt, jetzt erstmal hier rum. Hier noch eine alte Bank. Dann sehen wir hier Sicherungen, sehr alte Sicherungen. Die Belüftung.
und die komplett alte Technik für Strom. Das lässt sich nicht mehr bewegen. Das Schaufelrad sieht man noch. Und hier. Hier. Keine Ahnung. Werkzeug sehen wir hier noch. Das wird wahrscheinlich für Wasser gewesen sein. Wir gucken mal auf der anderen Seite. Da war auch Luft sein. Schwierig zu sagen. Eine alte Wanne aus der Zeit. Hier hat man früher Kinder drin gebadet. Natürlich auch, dass man sich waschen konnte. Und auch sehr krass. Mineralöl. Ein bisschen Werkzeug. Eine alte Lampe. So, wir gehen hier links. Das ist ein alter Basslautsprecher. Quasi die Schallwand davon. Gucken, ob wir ein Datum finden auf der Zeitung. Aber das sieht nicht danach aus. Überall Styropor. Ups, ist die Lampe ausgegangen. Und hier, das Bier kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Also ist es schon extremst alt, alles das, was wir hier sehen. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Boah, guckt euch mal wunderschöne Armaturen an. Kalt. Unvorstellbar schön. Hier ist er abmontiert. Es gibt halt immer welche, die nehmen das mit. Was ist das denn hier? Also der Zustand und das Interieur ist mega besetzt. Ja, hier war schon lange keiner mehr drauf, oder? Boah. Der Zustand ist schon krass. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Boah. Guckt euch mal das alte Ding an. Ein Heizofen. Mega Zustand. 50 Watt aus. Oh, jetzt ist der Stuhl auseinandergefallen. Man muss echt aufpassen, dass man nirgendwo abrutscht und hinfällt. Alter Schallplattenspieler. Interessant. Ja, Leute, das Ding ist richtig krass. Wir sehen hier alte Zeitungen. Herner Handelsblatt. Auflage 32.000 Stück. 1955. Könnt ihr das sehen? 1955. Es ist kaum zu glauben. Der neue Handtaschenhalter. Was haben wir hier noch? 1955, auch wieder Herner Handelsblatt. Und das Elektron. Elektro- und radiotechnische Monatshefte. Zustand extrem gut. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Alte Zeitungen. Stark ermäßigte Preise. Nassraum Frauen. Was haben wir hier? Sektkellerei. Unvorstellbar. Wir gehen weiter. Und hier sind noch ein paar Räume. Teilweise zugemüllt. Hier ist noch eine Leiter. Und der obligatorische Stiefelschuh ist auch natürlich da. Muss natürlich in jedem Bunker vorhanden sein. So. So, da, so sieht das aus. Das ist das, der gesamte Flur.
So, gehen wir mal auf die andere Seite. So, ich hatte gedacht, es gibt hier keine fluoreszierende Wandfarbe, aber ich habe mich geirrt. Es ist alles voll. Gerade konstatiert, dieser Bunker ist einer der krassesten in Deutschland, muss man sagen, den wir in den letzten Tagen gesehen haben. Wirklich schön, weil er halt so groß ist und noch so viel Interieur hat. Und was für Interieur, das zeige ich euch jetzt mal. Lass mal gemeinsam hingehen. Der Lautsprecher ist noch da drin. Eine alte Weinkiste mit Wein. Alter Stuhl. Aber auch hier. Rabattmarke. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. 10 D-Mark. Wert 1,50 Euro. Vorsicht, zerbrechlich. Alte Lampenschirm. Mega. Auch das Schild. Richtig toll. Alte Krone. Auch hier haben sich Leute Mühe gegeben, das schön zu drapieren. Hier haben wir den gleichen Aufbau wieder hinten. Alter, Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Oh, da ist eine Gasmaske. Da ist eine Gasmaske. So, ich habe sie mal rausgeholt. Schaut euch mal das Teil an. Hier liegt einfach eine Gasmaske rum. Unvorstellbar. Unvorstellbar. So, ich muss mich mal erstmal davon erholen, dass wir hier in dem Bunker noch eine Gasmaske gefunden haben. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Unfassbar krass. Ich habe sie natürlich liegen lassen, wie ihr seht. Weil man nimmt nichts aus Bunkern mit. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam weiter um, was es hier noch so gibt. Hier gibt es nämlich einen Mauerdurchbruch. Oh. Oh. Und hier sehen wir, krass, alter Schwede, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wo sind wir hier gelandet? Boah, boah, hier steht es aber. Hier steht es aber. Aber was ist das? Was ist das? Darf man nicht zeigen. Boah, hier steht es da. Kacke. Boah. Hier ist auch alles voller Scheiße. Ich glaube, bei YouTube darf man das sagen. Boah, altes Schild. Aber nichts mehr drauf. Boah, steht das hier? Universalreiniger. Aber das mit der Gasmaske hat mich mega geflasht, Leute. Das hat mich mega geflasht. Ein riesiges Objekt. Hier, hier hat jemand hingepinkelt. Und das riecht man auch. Boah. 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 Hier waren wir schon. Unvorstellbar riesig. Und Toiletten. So, das war's mit dem Bunker. Ich bin nun gleich nochmal bei euch. So, wie versprochen, möchte ich euch nochmal persönlich verabschieden. Ja, wir sind hier in einem wirklich wunderbar erhaltenen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Luftschutzbunker, Zivilschutz. Und das, was wir hier heute gesehen haben, das sieht man in Deutschland wirklich nicht so häufig. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, das Bauwerk entdeckt haben zu dürfen.
Beziehungsweise ich bedanke mich an dieser Stelle für diese Person, die mir den PIN netterweise weitergegeben hat. Der bleibt natürlich im Herzen. Wir sind hier in einem Bunker mitten in NRW und das Ding ist ziemlich besonders, weil es ist ziemlich groß. Und anscheinend haben hier eine Menge Menschen gelebt. Die Betten sind sogar noch hier vorhanden. Die Küche ist noch integriert. Und man kann erkennen, dass hier eine Rezeption war. Lass es mal gucken. Also das ist der Eingang hier. Dann geht es hier runter. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo hängen bleibt. Hier haben wir auch schon die Bunkertüren. Doppelflügelig und ziemlich schwer. Und da sind wir auch schon. Hier ist die Rezeption. Ich zeige sie euch erstmal von außen. Und wir gehen natürlich auch rein. Man muss hier wirklich aufpassen, weil es ist alles voller Schimmel. Hier ist das erste Bett. Da sehen wir das. Die Beleuchtung ist noch drin. Was die Flecke da gemacht hat, weiß ich nicht. Bettgestelle ohne Ende. Werdet ihr noch sehen. Und hier eine richtig schwierige, schwere Tür. Und hier ist der Umspanner drin gewesen. Der ist heute nicht mehr hier. Schaut euch mal diese riesigen Sicherungen an. Unfassbar. Unfassbar. Drei Stück von diesen Umspannern hatten wir. Wir gehen mal weiter. So, und jetzt kommen wir in den Flur, wo die ersten Räume sind. Hier ist die Aborte, also Toilette. Schauen wir mal rein. Eher duschen, ne? Hier sind die Toiletten. Komischerweise sind die immer bekackt. Hier ist der Waschraum. So, und ich glaube, hier gehen die ersten Betten los, genau. Der Schimmelpilz, gehen wir auch nicht rein. Also der Zustand ist schon wirklich krass. Gehen wir mal weiter. So, hier sind wir wieder an der Rezeption und gehen einen weiteren Gang. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Das sind bestimmt 40, 45 Meter, die man da gerade ausgehen kann. Alte Cola-Dosen. Das Bettgestell oder die Bettgestelle. Lange möchte ich mich auch nicht hier unten aufhalten. Das ist schon wirklich schlecht von der Luft. Boah. Lippenamid. Lippenamid. Kenne ich nicht, muss ich mal googeln zu Hause. Voll viel Inländer vorhanden. So, die Räume wiederholen sich alle. Zustand seht ihr selber, schon ordentlich runtergerockt. Hier hat jemand seine Aufkleber. Boah. Und hier haben anscheinend welche nachträglich noch Beschmierung an die Wand gemacht. Hier ganz besonders. Selbst hier, die Garderobe ist noch da. Ja, hier haben die dann wohl gechillt. Und hingekodet. Oh ja, raus hier. Wow. Leute, schaut euch das mal an.
Krass. Boah, hier geht's noch weiter. Ja, der andere Flügel war ja unterbrochen. Sonst wäre der hier wahrscheinlich lang gegangen. Alles voller Bettgestelle. Der obligatorische Schuh darf natürlich nicht fehlen. Alles voll und alles am Rudern. Also das Ding ist wirklich sehr stark runtergerockt. Ihr seht das ja selber. Aber trotzdem extrem interessant, weil mir wird hier ziemlich klar, wie das damals gewesen sein muss. Irgendwie 44, 45, als der Luftkrieg hier über Deutschland geherrscht hatte und die Leute sich permanent unter Tage bringen musste. Also hier gibt es Küchen, die werden wir uns gleich noch anschauen. Hier gibt es Toiletten, hier gibt es Räume, die teilweise tapeziert sind. Das bedeutet, die Menschen haben hier unten wirklich gelebt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und oben drüber fielen die Bomben. Ich bin froh, dass ich das nicht miterlebt habe. Ja, mal gucken. 1 und 60. Also 60 Räume waren hier. Das muss man sich mal vorstellen. 60 Räume. Mal mindestens 2 Personen. Ich denke aber, das war eher für Familien. Also locker 150, 200 Menschen waren hier locker drin. Und aua. Olli, ja. Mach mal so ein Ding nach oben, nach unten bitte. Hast du das gesehen? Ja. Eine Trage ist hier noch. Seht ihr die? Kann man das noch bewegen? Meinst du das zum Pumpen? Ja, ne? Das ist zum Pumpen. Also die Technik habe ich so noch nicht gesehen, du? Nein. Heftig. Ist das noch, kann man da noch dran drehen? Ey, das ist fest, ne? Das ist festgerostet. Und da haben wir die obligatorischen Lüfter. Luftreiniger. Unvorstellbar. Was für Dimensionen, ne? Unvorstellbar. Dimensionen. Hier waren wir noch nicht. Ja, das erspare ich uns, da ranzugehen. Das wiederholte sich ja alles. Ja, hi Leute. Also, wir haben jetzt uns hier den gesamten Bunker angeschaut. Ich habe natürlich nicht jeden einzelnen Raum beleuchtet bzw. gefilmt. Ich denke, das macht auch keinen Sinn, weil die sich sehr stark wiederholen. Ich nehme euch noch mal ein bisschen mit und verabschiede mich aber jetzt hier schon mal mit einem lieben Gruß und danke, dass ihr meinen Videos folgt. Macht bitte das Plus weg und macht die Glocke rot, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn neue Videos von mir kommen. Dankeschön und goodbye. Alter Leute, meine Küche. Guckt euch mal diese Küche an. Auch komplett runtergegammelt. Da ist sogar noch ein Topf, ein Deckel. Und das schöne rosa Muster mit den Rosen von Omi. Flaschenöffner brauchte man ja. Ja.
der morgen wieder kommen würde. Unvorstellbar. Kann man hier alles liegen? Always wear gloves. Ah, eine eklige Spritze. Alter, Leute. Projektil. Eine Patrone. Guckt euch das mal an. Hier liegen tausende von Spritzen rum, das ist natürlich richtig eklig. Aber hier ist noch eine Patrone. Leute, ich hab hier einfach mal zwei Patronen gefunden. Wo können wir die jetzt hinlegen? Erstmal waschen wir die. Dann gehen wir mal raus zusammen. So, das ist natürlich richtig räudig mit den Spritzen, aber die lagen jetzt weit genug weg. So, wo ist eine Bank, wenn man eine sucht? Da ist eine Bank. Leute, schaut mal. Ich habe zwei Patronen gefunden.